Hallo, hier ist Michele Meschko. Heute erzähle ich dir, wie es möglich ist, gleichzeitig Professor und YouTuber zu sein. Bleib dran! Eigentlich war mein Plan, so ein Video zu drehen, sobald ich 1000 Abonnenten erreiche. Wie man das normalerweise auf YouTube macht. Ich wollte euch alle bedanken und ein bisschen über mich selbst erzählen. In der Zwischenzeit ist aber etwas Komisches passiert. Wie ich in meinem letzten Video erzählt habe, wurde mein Kanal von zwei größeren YouTubern beworben und dann habe ich sehr schnell ein paar tausend neue Abonnenten bekommen. Dafür bin ich euch sehr dankbar. Andererseits habe ich in den letzten Monaten sehr viele Fragen bekommen und diese Fragen möchte ich gern beantworten. Die Deutschen fragen, wer zur Hölle ist der Herr Professor? In Österreich fragt man, oder was ist da für ein Havara, der Prof. Lemeschko? Hier in Österreich bin ich übrigens nicht bloß ein Prof. Ich habe viel mehr Titel. Ich bekomme viele Fragen. Bist du ein echter Professor? Du siehst so jung aus. Warum ist dein Deutsch so gut? Warum ist dein Deutsch so schlecht? Wie findest du Zeit, diese YouTube-Videos zu drehen? Warum schneidest du deine Videos wie ein Teenager? Was für furchtbare Musik verwendest du? Du hast keinen Musikgeschmack. Heute versuche ich, alle diese Fragen zu beantworten. Und vor allem, wie es möglich ist, gleichzeitig Professor und YouTuber zu sein. Und warum gibt es nicht so viele echte Professorinnen und Professoren auf YouTube? Aber zuerst ein paar Worte über mich. Zunächst ja, ich bin ein echter Professor. Ich leite eine Forschungsgruppe am Institute of Science and Technology Austria in der Wien-Umgebung. Dieses Institut wurde vor ungefähr 10 Jahren gegründet, mit dem Ziel, ein Flagship-Forschungsinstitut in Österreich zu haben. Es gibt natürlich viele wunderbare Universitäten in Österreich, aber vor kurzem gab es keine große interdisziplinäre Institution, wie zum Beispiel die Max-Planck-Gesellschaft in Deutschland oder die ETH, die Eidgenössische Technische Hochschule in der Schweiz. Zweitens gibt es einen bestimmten Grund, warum ich noch relativ jung aussehe. Und zwar, ich bin noch relativ jung. Ich habe diese Professorenstelle mit 28 bekommen und jetzt bin ich 35. Ich bin 1985 in Rostov am Don geboren. Das ist eine ziemlich große Stadt im Südwesten Russlands, damals in der Sowjetunion. In der Schule habe ich als meine erste Fremdsprache Französisch gelernt und danach natürlich Englisch. Wegen Französisch spreche ich manche deutsche Wörter ein bisschen komisch aus. Ich sage zum Beispiel Leute anstatt Leute oder wie auch immer man das aussprechen soll. Dort an der Rostov-Universität habe ich auch Physik studiert. Nachdem ich mein Masterstudium in Rostov abgeschlossen habe, bin ich nach Berlin gezogen, um meine Doktorarbeit am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft zu machen. Das ist natürlich nicht automatisch passiert. Ich habe mich bei vielen Universitäten und Instituten europaweit beworben und war damals sehr froh, dass ich so ein wunderbares Angebot bekommen hatte. Das Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft ist wirklich ein besonderer, ein magischer Ort. Insgesamt gibt es, glaube ich, 7 Nobelpreisträger in der Geschichte dieses kleinen Instituts. Damals, 2007, 2011, war Berlin wirklich anders. Keine Hipster, keine Startups, die 150.000 Euro den Maschinenlernen-Entwicklern pro Jahr zahlen. Nicht in jedem Dönerladen konnte man damals einen Vegan Pumpkin Spice Eis Mochaccino bestellen. Schwieriges Leben. In meiner Doktorarbeit ging es um Stoße von Molekülen und um die Möglichkeit, die chemischen Reaktionen mit Hilfe von Lasers oder anderen elektromagnetischen Feldern zu manipulieren. Stell dir vor, wäre es nicht cool, wenn man zum Beispiel die Ausbeute der chemischen Reaktionen mit einem Laser oder mit einem elektrischen Feld ernten könnte? Genau, so dachte ich auch. Auf jeden Fall, nachdem ich 2011 meine Doktorarbeit verteidigt habe, bin ich nach den USA gezogen, wo ich 3 Jahre an der Harvard-Universität geforscht habe. Das ist natürlich auch nicht automatisch passiert. Dafür musste ich ein sehr kompetitives Stipendium gewinnen und war natürlich extrem glücklich, dass das mir gelungen ist. Die Universität Harvard befindet sich in der Nähe von Boston, in der Boston-Umgebung sozusagen, in der Stadt, die Cambridge heißt. Viele von euch haben von der Universität Cambridge
gehört. Sie ist aber in Großbritannien in der Stadt, die auch Cambridge heißt. Die US-amerikanische Harvard-Universität ist auch in Cambridge, aber in Cambridge, Massachusetts. Um das noch verwirrender zu machen, befindet sich die Fakultät der Physik in der Oxford Street. Es lautet also Harvard-Universität, Oxford Street, Cambridge, aber die andere Oxford und die andere Cambridge. Auf jeden Fall habe ich dort 3 Jahre als Postdoktorand recherchiert. Mein Hauptthema war ultrakalte Atome und Moleküle, also Quantenpartikel, die fast beim absoluten Nullpunkt der Temperatur sind. Heutzutage ist es möglich, im Experiment Atome auf ein Millionstel oder sogar ein Milliardstel Grad über den absolut Nullpunkt der Temperatur abzukühlen. Bei solchen Temperaturen bilden Atome und Moleküle neue Zustände der Materie, zum Beispiel das Bose-Einstein-Kondensat. Ich habe diese neue Zustände der Materie theoretisch studiert. Darüber soll ich auch mal ein Video drehen. 2013 habe ich ein wunderbares Jobangebot aus dem IST Austria bekommen und bin 2014 nach Österreich gezogen. In Naturwissenschaften ist es halt so, man muss sehr viel umziehen und in meisten Fällen hat überhaupt keine Ahnung, wo man am Ende des Tages landet. Zum Beispiel hatte ich 2013 genau 2 Einstellungsgespräche. Das eine hier in Österreich und das zweite in Los Angeles, Kalifornien. Siehst du, es hätte auch ganz anders ausgehen können. Vielleicht ist es einfach ein reiner Zufall, dass ich jetzt in Österreich meine Videos drehe. Ist das aber reiner Zufall? Entscheiden Sie. Also seit 6 Jahren wohne ich in Wien mit meiner Frau und 2 kleinen Katzen. Mein Institut befindet sich außerhalb Wien, im Wienerwald. Das ist, wie mein Arbeitsplatz jetzt aussieht. Hübsch, oder? Ich leite eine relativ große Arbeitsgruppe. Ich sage relativ große, da die theoretischen Gruppen in der Regel viel kleiner als die experimentellen Gruppen sind. Weil Theoretiker keine echten Physiker sind. Wir müssen kein Experiment machen und sind viel effizienter als Experimentatoren. Jetzt habe ich mehr als 10 Mitarbeiterinnen, am meisten Doktorandinnen, Postdoktorandinnen, manchmal auch Masterstudentinnen. Im Laufe der Jahre hatte ich in meiner Gruppe Leute aus, ich glaube, 13 verschiedenen Ländern. Die Gruppe ist also ziemlich international. Wir arbeiten an der Grenze zwischen Physik der kondensierten Materie, also Kristalle, Flüssigkeiten, solche Sachen, chemische Physik und Optik. Kurz zusammengefasst, wir studieren Quantenprozesse, die in Molekülen stattfinden und versuchen zu verstehen, wie man mit Hilfe von Lasers diese Quantenprozesse manipulieren kann. Darüber erzähle ich dir mehr in der Zukunft. Und jetzt über die deutsche Sprache. Zugegeben habe ich vor relativ kurzer Zeit angefangen, Deutsch zu lernen. Du fragst mich vielleicht, wie kann das sein? Du hast 4 Jahre in Berlin gewohnt und jetzt wohnst du schon seit 6 Jahren in Österreich. Die Sache ist, überhaupt alles, was man in Naturwissenschaften macht, macht man auf Englisch. Ob es uns gefällt oder nicht, das ist die heutige Realität. Vor dem Zweiten Weltkrieg war das natürlich anders. Damals haben viele Wissenschaftler Deutsch und auch Französisch gesprochen. Aber heute ist es halt anders. Schon bevor ich meine Doktorarbeit abgeschlossen habe, habe ich mehr auf Englisch geschrieben und mehr Vorträge auf Englisch gehalten, als auf Russisch in meinem ganzen Leben. Im bestimmten Sinne ist akademische Wissenschaft eine englischsprachige Blase. Unabhängig davon, wo man in der Tat wohnt, spricht man ausschließlich Englisch. Auch im Freundeskreis, der auch aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern besteht, spricht man normalerweise Englisch. Zu Hause habe ich auch viele Jahre ausschließlich Englisch gesprochen. Vor 2 oder 3 Jahren hatte ich ungefähr das B1-Niveau im Deutschen, was wirklich nicht genug ist, um YouTube-Videos drehen zu können. Und das ist auch teilweise meine Motivation, diese Videos auf Deutsch zu drehen. Damit bekomme ich eine weitere Möglichkeit, mein Deutsch zu verbessern. Auf Englisch diese Videos zu drehen, wäre für mich natürlich viel, viel einfacher. Der zweite Grund ist, es gibt auf Deutsch nicht so viele wissenschaftliche YouTube-Kanäle, wie es auf Englisch gibt. Es gibt also einen riesigen Bedarf daran, hier im deutschsprachigen Raum
und ich möchte den Leuten gern dabei helfen und auch hier, wo ich wohne, in einem deutschsprachigen Land, Leuten Naturwissenschaften beibringen. Okay, jetzt, warum habe ich mich überhaupt entschieden, YouTube-Videos zu drehen? Es gibt einige Gründe dafür. Erstens, ich sehe, was es auf deutschsprachigem YouTube heutzutage gibt und es gibt ehrlich gesagt nicht so viel in dem, was Naturwissenschaften betrifft. Es gibt viele Kanäle, aber viel weniger als auf Englisch und Leute wollen deutlich mehr sehen. Es gibt also eine Leere, also ein Vakuum, das man füllen muss. Zweitens, unter denen sie populärwissenschaftliche Videos veröffentlichen, gibt es nicht so viele aktive Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die an den Universitäten unterrichten oder eigene Forschungsgruppe leiten. An sich finde ich das nicht unbedingt schlecht. Aber es ist meiner Meinung nach extrem wichtig, auch die Perspektive der echten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu zeigen. Weil viele Sachen ein bisschen anders in populärwissenschaftlichen Medien dargestellt werden, als sie eigentlich passieren. Zum Beispiel das, was man normalerweise in populärwissenschaftlichen Medien sieht, sind die Ergebnisse der Forschung. Sie sind natürlich sehr wichtig. Was ich aber auch sehr wichtig finde, ist, den Prozess der Wissenschaft zu zeigen. Ich habe den Eindruck bekommen, dass viele und vielleicht manche von euch glauben, Wissenschaft besteht aus verifizierbaren oder falsifizierbaren Fakten. Viele Wissenschaftspopularisatoren lieben übrigens die Wörter wie Falsifizierbarkeit und den Karl Popper selbst. Das stimmt aber nicht. Wissenschaft ist keine Sammlung von Fakten oder von bloßen Ergebnissen. Wissenschaft ist ein Prozess und in der Tat ein sehr dynamischer Prozess. Und das Ziel dieses Prozesses ist, die Natur zu verstehen. Was passiert, wenn wir dem breiten Publikum nur die Ergebnisse der Forschung präsentieren, ist Folgendes. Heute hören Leute zum Beispiel, 3 Tassen Kaffee pro Tag sind gesund. Und dann in 5 Jahren, du kannst auch 7 Tassen Kaffee trinken, das ist auch gesund. Aber 5 Jahre später, laut der neuen Studie, je weniger Kaffee du trinkst, desto besser. Wenn Leute das hören, was denken dann die Leute, die keine Ahnung haben, wie die Wissenschaft funktioniert? Sie denken, diese Naturwissenschaftler, das ist Steuergeld, sie haben überhaupt keine Ahnung. Sie wissen selbst nicht, wovon sie reden. Das passiert, weil die meisten Leute den Prozess hinter den Entdeckungen nicht verstehen und was es bedeutet, wenn man als Wissenschaftler eine Entdeckung dem Publikum präsentiert. Das finde ich am wichtigsten. Genau diesen Prozess will ich euch beibringen und auch den Leuten, die diesen Kanal noch nicht entdeckt haben. Ich werde natürlich keine Videos veröffentlichen mit dem Titel Wissenschaftlicher Prozess Schritt 1. Niemand kann eine Denkweise, sogar die wissenschaftliche Denkweise, so mathematisch genau beschreiben. Mein Plan ist einfach, über verschiedene wissenschaftlichen Sachen vor der Kamera zu sprechen, damit du sehen kannst, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit mir als Beispiel über verschiedene Sachen sprechen und auch denken. Ziemlich oft bekomme ich die Frage, du bist ein Professor. Wie findest du Zeit dafür? Manchmal bekomme ich die Frage, aber manchmal einen passiv-aggressiven Kommentar. Es ist so schön, es freut mich so sehr, dass du so viel Zeit dafür hast. Ich wünschte, ich hätte so viel Freizeit wie du. Dann geh und hol dir mehr Freizeit, oder? Wir alle haben nur 24 Stunden pro Tag und das ist halt die Frage der Prioritäten. Meine Prioritäten sind folgende. Ich finde, die Popularisierung der Wissenschaft und die Popularisierung der wissenschaftlichen Denkweise extrem wichtig und sehe das als Teil meiner Arbeit und sogar als meine Pflicht. Auch weil die meisten wissenschaftlichen Projekte, die ich leite, direkt oder indirekt mit Steuergeld bezahlt werden. Das Institute of Science and Technology Austria, wo ich arbeite, ist ein Forschungsinstitut, also Forschung ist unser Fokus. Wir haben zum Beispiel keine Bachelor-Studentinnen und Studenten und deswegen müssen viel weniger unterrichten als Professoren an vielen anderen Universitäten in Deutschland oder Österreich. Hätte ich mehr unterrichten sollen, hätte ich wahrscheinlich viel mehr Zeit dabei verbracht, als ich jetzt für YouTube-Videos brauche. Und ich sehe das auch so. Manchmal werde ich eingeladen, in einem Gymnasium vor einer Klasse zu sprechen oder auf einem oder anderen Forschungsfest.
Das mache ich sehr gerne. Auf YouTube kann man aber viel größeres Publikum viel schneller erreichen. Wenn man offline in einem Hörsaal unterrichtet, sogar vor vielen Leuten, ist die Reichweite wirklich anders. Im Hörsaal sind 200 Zuschauerinnen und Zuschauer schon sehr viel. Schon am Anfang, nach meinen ersten Videos, bekam ich hunderte Views pro Tag. Für YouTube das ist nichts, aber schon viel mehr als hunderte Views pro Semester in einem Hörsaal. Und jetzt bekomme ich hunderte Views pro Stunde und es wird hoffentlich weiter wachsen. Okay, das ist meine Motivation, die YouTube-Videos zu drehen. Was ist deine Motivation, meine Videos zu schauen? Worüber möchtest du gern hören? Schreib mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Leader of the lions, pick of the litter. Against the strongest, I'm alive and remain a victor. My battle scars that show that I am far from a quitter. Went through it all and I'm still striving, that makes me a winner. When it's me versus the globe, with my back to the wall.